So, wir fangen auch direkt mit der Palette an. Ich habe jetzt alles vorbereitet, weil ich nicht so viel Zeit habe. Ich habe ungefähr 5 Minuten. Hat sich herausgestellt, mein Akku ist leer. Und wir wollen doch einen schnellen Look zaubern. Ich fange an mit Morgan und trage das erstmal auf dem fluffigen Pinsel. Sehr gut pigmentiert und sehr staubig. Mit so einem Echthaarpinsel oder so synthetische. Ja, Morphe ist eh so ein bisschen grob geschnitten. Ich würde nicht sagen, dass es die optimalen Augenpinsel sind, weil die können die Haut auch austrocknen, weil sie einfach, ja, so hin und her reiben. Dann trage ich mir das auch direkt mal unten am Wimpernkranz auf. So, dann benutze ich mal, ich hoffe, mein Akku geht nicht mittendrin leer, benutze ich so einen, ja, etwas flacheren Pinsel und trage mir den hier auf, hier, Jasper. Und den tupfe ich mir mal dahin. Es wird auch wieder ein warmer Look, weil es ist halt nur mal eine warme Palette. Auch den kann ich mir unten auftragen. Eigentlich könnt ihr auch normal halten. Dann kann ich meine Augen direkt. So. Dann wieder der fluffige Pinsel. Kann man das so ein bisschen verblenden. Und dann benutze ich mal einen Pinsel, den ich sonst immer benutze dafür. Da ist noch ein Duochrom drauf. Aber wir nehmen einfach die andere Seite. Oder ich benutze einfach heute mal meinen Finger. Ich benutze das Lila hier. Das interessiert mich sehr. Und trage mir das mal so auf. Weil ich kann mir vorstellen, dass das Lila, also wenn man das mit dem Finger aufträgt, dass das weniger creased, weil man es einfach schön einarbeiten kann. Aber ich bin nicht so die Tante, die gerne das mit dem Finger aufträgt. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin zu grobmotorisch unterwegs. Könnt ihr das sehen? Oder könnt ihr das nicht sehen? Wirklich, ist vielleicht auch ein Topper, ja? Ne, wenn man so einen lilanen Lidschatten noch benutzt. Ich finde, da fehlt noch irgendwas dunkel-lilanes. So sieht es nämlich aus. Dann brauchen wir noch was für den Innenwinkel. Man hat nicht so viel Auswahl, was helle Lidschatten angeht. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich trage mir das nicht auf. Ich benutze die Tamtam Beauty Palette. Man das so erkennen und benutze den hellsten schimmernden Ton von ihr und trage ihn mir einfach in den Innenwinkel auf. Und hier muss ich aber das Ganze noch mal so ein bisschen, ja, verblenden. Ein bisschen hier so die Grobe. Seht ihr, das ist trotzdem gecreased. Sehr stark sogar. So, ich ziehe mir einen Lidstrich, hole euch nochmal dazu, wenn es soweit ist. Ich bin fertig, mein Look ist fertig. Er ist schlicht, also was heißt schlicht, ne? Er ist nicht viel Tamtam, es sind 3, 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 Lidschatten drauf. Und es geht eigentlich, sieht eigentlich ganz nett aus und hat so einen Eyecatcher. Wisst ihr, dieses Lila catcht das andere. Gefällt mir sehr, sehr gut und ich bin super gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Nachher mal ein Update geben, wie das gecreased ist. Ich meine, jetzt ist es schon fast vor, also 11 Uhr und wir können ja heute Abend mal gucken, wenn ich so lange noch geschminkt bin. Wenn ich mich kurz bevor ich mich abschminke, sage ich euch noch Bescheid. Bis Danny, ciao!